Ihr wollt wissen, wofür ich den Blueprint-Designer hier brauche? Dann bleibt dran! Sag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. Käffchen. Na. Ja. Was haben wir vor? Wir stehen hier bei den ganzen Raffinerien. Wir haben hier unseren, also da kommen die Kupfer-Dinger da raus. Wie heißen sie nochmal? Kupferbleche. Wir haben hier Quickfire, Turbodraht, genau. Und hier vorne kommen die restlichen Kupferbarren raus. Jetzt kann man aus da kommt kein Quickfire raus, da kommt ja nur Caterium-Barren raus. Barren, Sheets. Eigentlich wäre es ja besser, wenn hier die Sheets rauskämen und da die Barren, aber egal. Aber mit den Sachen können wir jetzt eine ganze Menge machen. Das reimt sich, wie schön. Und zwar bauen wir jetzt einmal 18 und einmal 5 Assembler und dann machen wir nämlich den Turbodraht und mit dem Turbodraht und den Kupferblechen machen wir AI-Limiter. Die brauchen wir nämlich auch. Das heißt, das bauen wir jetzt hier irgendwie an in diese Richtung. Jetzt muss ich noch einmal gucken, ob wir hier hoch genug sind. Jedes Mal das Gleiche. Ich vergesse immer dieses Knöpfchen hier. Nee, nicht E, sondern das andere. So, suchen. Und es geht genau drüber hinweg. Oh mein Gott, ist das gut. Das heißt, wir fangen da an. Ziehen erstmal 10 in die Richtung. Ja, letztendlich wird das auch ein bisschen blöd laufen. Egal. Wir ziehen das jetzt hier schön durch. Oh, der nächste müsste jetzt genau plumpsen, genau. Genau daran vorbeigehen. Ja, ich bin jetzt auch wirklich. Das ist ja herrlich. So. Nein. Jetzt ziehen wir den durch. Mal, wie weit wir gehen können, bevor wir Probleme mit der Bahn kriegen. Wenn wir hier rüber gehen. Also ich würde behaupten, das dürfen wir gar nicht. Das wird noch funktionieren. Das gucke ich mir jetzt lieber an. Wo ist Zug? Da ist Zug. Das könnte zu eng sein. Schauen wir mal. Dann stellen wir jetzt einfach da oben ab. An der Stelle. Und dann gucken wir, dass wir den genau da durchziehen. Ja, wobei, hier ist doch massig Platz. Seite. Dann ist das aber auch das Höchste, was wir uns erlauben. Damit wäre ich zufrieden auf jeden Fall. So, jetzt mal gucken, bis wohin sind wir hier. Da ziehen wir jetzt einmal durch, bis wir da vorne dran sind, würde ich sagen. Und das wäre genau hier. Jo. So, also maximal bis hier hin, zumindest was den zum Zug angeht. Jetzt gucken wir mal. Wie sieht das auf der Seite aus? Wenn wir hier Wände dran setzen. Was ein bisschen schwierig wird, weil
den auch dazu. Also 3 ist zu hoch. Wenn da jetzt noch der Einer dazwischen passt, ne? Easy. Das gefällt mir. Damit haben wir hier auch eine gute eine gute Einstellung zu dem Ganzen. Wir sind da positiv gestimmt. Offensichtlich. So. Jetzt versuchen wir den Spaß einfach mal hier noch so ein bisschen hochzubringen. Schon so gerade zu viel. Wie sieht das aus von da aus? Das ist auch wieder gerade zu viel. Das heißt, bis dahin auf jeden Fall. So. Wenn ich hier jetzt hingehe, das ist unsere Steigung. Ich will, warum kann ich dich jetzt einfach nicht oben dran setzen? Würde ich gerne. So möchte ich dich haben. Aber hier geht nur unten. Moment. Dann machen wir das so. Und so. Ich meine, also hier so die Kante stört ja nicht. Das heißt, ab da können wir wieder weitermachen. Mal zumindest einen dran setzen. Ja, das ist noch okay. Hier schon nicht mehr okay. So, jetzt langsam. Hier sollten wir drunter hergehen. Genau. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal den Bereich hier wenigstens klargestellt, wo was ist und wie weit darf und überhaupt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also garantiert werdet ihr verstehen, was ich meine. Ihr seid ja nicht doof. Ich glaube, für dieses Spiel darf man auch definitiv nicht doof sein. Das heißt nicht, dass jeder, der dieses Spiel nicht spielt, automatisch doof wäre. Ja, nur um das klarzustellen. So, bis dahin. Dann ziehen wir den Spaß mal zu. Dann haben wir hier nämlich eine schöne Ebene, wo wir das auch alles machen können. Wenn wir genug Beton dabei haben. Das ist ja Gott sei Dank hier alles kein Problem. Hier können wir ja schon überall rumfliegen. Und eben genau dort. Das war ein Zufall, dass ich so gut getroffen habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 4 packen wir da rein. Möchte ich das haben. Das reicht mir. Da fällt mir ein. Wenn wir schon hier sind, hopp. Hallo? Was zum... Und nö, was habe ich denn jetzt gemacht, dass die alle weg sind? Ugh. Scheiße. Ich weiß doch nicht mehr, was ich alles gebaut habe schon. Also ich weiß, dass ein Manufaktor da noch mit drin stand. Und irgendwie 58 Pumpen.
meine ich. 58. Es waren garantiert auch noch die Dinger drin, aber wie viele habe ich schon gebaut? 104 stehen da. Aber die brauche ich ja gar nicht. Oh Mann, ey. Da ist jetzt gerade wie schön zum Port zu. Warte mal, ich guck mal eben nach. So, da bin ich wieder. Also. Fabrikatoren stehen hier 45 noch drin. Das dürfte auch ungefähr hinkommen. Konstruktoren stehen da auch mit drin. Und zwar noch 20. Ich hoffe, das kommt noch hin. Der Manufaktor, der eine, warum auch immer, steht noch da drin. Die 56 Raffinerien, hier standen 56 Raffinerien. Das heißt, theoretisch müsste ich irgendwo noch zwei hinbauen oder ich habe es irgendwo verkackt und zwei zu viel da drin stehen gehabt. Macht aber nichts. Ich nehme die jetzt nicht mit rein. Wenn ich nochmal zwei Raffinerien finde irgendwo, dann muss ich die halt bauen. Mixer brauche ich keine mehr. Pipeline-Pumpe sind 59, das hatte ich noch relativ gut im Kopf. Auch nur relativ. Aber nah dran, den müsst ihr mir geben. Allerdings Stahlbetonträger weiß ich, dass ich hatte alles mit drin, was ich brauchte. Gerade. Warum fehlen jetzt vier Stahlbetonträger? Egal, nehme ich mir. Schmelzöfen 22 stehen da noch drin. Die habe ich aber alle schon abgebaut. Die brauche ich also nicht mehr. Okay, das war's auch schon. So. Wo sind sie? Stahlbetonträger. Ivan. Schwere. Stahlbetonträger. Da sind noch welche. So, jetzt erklären wir mal, warum steht das denn hier nicht mehr drin? Ecco mio, ey. Deswegen ich nur noch die vier Teile hier. Manchmal verstehe ich diese Liste auch nicht. Okay. Warum steht da jetzt Recipe drauf? Okay, es passieren Dinge in diesem Spiel. Es werden Updates gemacht. Das ist nichts Schlimmes, aber manchmal geht dann hier noch Sachen kaputt. Das ist wieder doof. Nee, hier. Das ist übrigens eine sehr enge Schicht hier. Macht aber nichts. Nein, ich werde jetzt nicht irgendwas nach oben und irgendwas nach unten packen. Boah, andere muss ich. Es ist zu sanft und regt mich auf. So, ich wollte eigentlich hier was machen. Wow. Eine Viertelstunde mit Zeug verplempert, das eigentlich nichts bringt. Tut mir leid. Aber das Spiel wollte gerade Stress haben. Gut, es ist Early Access, es ist der Update 7 Crunch dementsprechend. Und dementsprechend gibt es auch mal Fehler. Ich bin selbst Softwareentwickler, ich weiß, wie das ist. Keiner von uns will die machen. Aber keiner von uns kann sich auch davon freisprechen. So, einmal gucken, wie wir hier dran vorbeikommen. Da noch nicht, da noch nicht, da erst recht nicht. Aber hier. Da passt das so ganz knapp. Damit unsere. Ups.
unseren Kabelschacht auch so ein bisschen eingearbeitet hier oben schon. Das ist doch auch ganz nett. So. Der Platz sollte erstmal reichen. Jetzt gäbe es die Frage, würde es Sinn machen, zu sagen, komm, ich hau mir hier einen Blueprint Designer hin, den ich dann irgendwann wieder wegnehme. Und wir machen erstmal einen Blueprint da rein, um unsere, was wollten wir jetzt eigentlich machen? Genau. Erstmal den Fused Quick Wire zu machen. Davon brauchen wir 18 Stück. Jetzt ist die Frage, wie viel kriegen wir hier rein? Wenn ich 6 reinkriege, wäre das relativ einfach. Ist das 3-mal hintereinander setzen und gut ist. So, und für das andere brauchen wir 7. Wäre halt quasi auch einmal hinsetzen und dann einen zusätzlichen und fertig. Ich glaube, das machen wir auch. Produktion. Fabrikator. Gucken wir mal. Wie setzen wir den denn am besten? Wie sind das eigentlich? 1, 2, 3, 4. So, kriegen wir. Oh, wir kriegen auf gar keinen Fall 6 Stück hier rein. Wie viele kriegen wir nebeneinander? Okay. Gefällt mir nicht. Okay, das fände ich jetzt auch besser, wenn man in so einen Modus reingehen könnte. Aber egal, wir machen das jetzt anders. Wir setzen den hier mittig hin. Würde ich die dann so bauen wollen, dass ich links und rechts die Sachen reinleite, oder? Nee, links und rechts kommt raus. So. 2. Dann müssen wir hier die Splitter hinsetzen. Und bei Splittern machen wir das so. Jetzt ist wieder die Frage, ab wann kann ich den Spaß hochkant setzen? Ich brauche einmal links und einmal rechts. Ich glaube, da geht das, ne? Nee, so funktioniert nicht. Moment. Ja, würde gehen. Dann nehmen wir den weg und sage da. Das heißt, wir machen jetzt 2 von denen hier. Wir müssen einen aber auch ganz hinten ansetzen. Okay. Achso. Ich glaube trotzdem, dass das schneller ist, das so zu machen, als wenn ich da nochmal separat rangehe. Deswegen. Zack. Zack. Übrigens, auf der Seite vom Satisfactory Calculator gibt es eine ganze Menge Blueprints schon. Werden auch stetig mehr. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viel. Die Seite ist unten verlinkt. Nur nicht direkt auf die Blueprints. Also wenn ihr da oben auf der Seite, in der Leiste, was man jetzt gerne haben möchte, auf die Karte oder was auch immer, wenn ihr da auf den Punkt Blueprints klickt, habt ihr eine ganze Menge Auswahl an Zeug. Ich habe da selbst noch nichts hochgeladen, aber es gibt wirklich, wirklich
viele Blueprints. Unterschiedliche Probleme. Also guckt da gerne mal rein. Und wenn euch dieser Tipp gefallen hat, lasst doch einfach gerne ein Abo da. Würde mich freuen. So, damit hätten wir das alles drin. Das heißt, ich mache jetzt das als Blueprint. Select Directory. Das hätten wir. Wir haben hier Fabrikatoren links mit Input, genau, mit Input. Icons sind die Fabrikatoren. Auswählen. Color. Rot wollen wir nicht. Wir wollen mehr so ins Orange gehen, ne? Müsste doch mein Farbcode sein. So, passt. Farbe auswählen. So, Save Blueprint. Wenn ich das richtig sehe, müsste ich jetzt unter Blueprints 2 haben. Genau. Und jetzt machen wir. Nein, nicht den Blueprint Designer weg. Nein. Das wäre übrigens auch noch etwas, was sie ändern könnten, wenn man im Blueprint Designer ist, dass man dass man nicht den Blueprint Designer löschen kann. Also sobald man da drinnen ist, also sich da rein bewegt oder vielleicht einmal vorne Start Blueprint oder sowas drücken muss, dass dann so ein paar Befehle halt nicht funktionieren. So, das ist jetzt die Frage, ob es so funktionieren würde, dass ich den einfach nur drehe. Oder muss ich das komplett umbauen? Und auch, dass der die Sachen nicht aus meiner To-Do-Liste rauslöscht, weil ich will ja nicht den Blueprint-Designer to-doen, sondern hey, ich brauche so und so viel davon. Das muss ich mir alles merken. Hast du nicht gesehen? Dann will ich auch, dass die Sachen da stehen bleiben. Und wenn ich einen Blueprint gerade mache, dass dann auch weiterhin da stehen bleibt. Von mir aus eine separate Liste für Blueprint Designer und für anders. So, und jetzt machen wir den Spaß nochmal mit Production. Da packen wir bewusst 3 mehr drauf. Sagen jetzt so Mitte. So, Mitte. So, gehen hier rüber. Schnappen uns die Fusionatoren. Lassen sie in die Richtung laufen. Anschließen. Dahin. So. Verdammt. Rechts ohne. Ohne Set Directory dahin.
Save. Okay. Jetzt können wir hingehen und den wegreißen. Was er nicht mag, wenn da noch Sachen draufstehen. Wunderbar. Okay. Jungs, ihr habt doch wenigstens so weit mitgedacht. Da bin ich sehr zufrieden drüber. Jetzt schauen wir mal, wie wir diesen Blueprint nutzen können. Wo setzen wir denn hin? Wo fangen wir an? Das hier ist die Kante. Also, direkt die unter uns. Manchmal, ne? Er springt mir ein bisschen zu sehr hin und her noch. Tipp mit Steuerung gedrückt, ist es etwas ruhiger. Immer noch nicht gut ruhig, aber... Boah, das ist gerade quasi nicht zu erkennen. Sama! Tut mir leid, die wilde Fahrt hört gleich auf. Dahin. So, jetzt nehmen wir diesen Blueprint und setzen ihn nicht direkt daran, sondern 1, 2, 3 davon weg. Jetzt zählt das natürlich nicht runter. Das heißt, wir kriegen hier den Spaß jetzt so rein. Okay. Das hätten wir, das hätten wir. Läuft soweit ganz gut. Was hier ankommt, müssen wir hier ein bisschen um die Ecke gehen, da rein. Fertig. Das kriegen wir hin. Setzen wir den einen noch hier vor, weil müssen wir ja übereinander haben. Und der erste ist dann drin. Das sagt eigentlich unsere Zeit. Unsere Zeit sagt, wir haben nicht mehr viel davon. Jetzt nehmen wir den einzelnen. Das ist gar nicht so verkehrt. Jetzt nehmen wir uns den Links-Input und packen ihn. Alter Schwede. Doch mal Stress, Kollege. So. Ja, und noch einen weiteren dahinter. Wäre wunderbar. Wenn ich das hinkriegen würde. Mich ruhig an. Passt das da? Und wir fertig mit dem Aufbau. Ja. Sehr gut. Ich sag mal, Knäppkes. Richtig, da unten hin wolltest du das haben. Warum immer? Du gehst da dran, du gehst dort dran. Ich hasse dich. Ist auch noch verdreht. Okay, Leute.
es ist anders gelaufen als gedacht. Ich baue das hier dann nochmal, ne? Jetzt muss ich den ganzen Scheiß wieder abreißen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, trotz all dem, weil das ist gerade, also das ist gerade wirklich Grützwurst, ja? Dann würde ich sagen, haut doch mal auf den Abo-Button und auf die Glocke und so. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Ach ja, ein Like wäre schön. Ich könnte es euch nicht vergelten, wenn es diesmal keins gibt. Egal. Vergelten. Wird immer schlimmer hier. Käffchen. Tschüss. Oder? Tschüss.